So, in Aufgabe 3 wollen wir das jetzt erklären, was wir gerade im Programm gesehen haben. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben einmal hier den Differenzenquotienten f von x plus h minus f von x durch h für die Funktion f von x gleich sinus x an der Stelle x gleich 1. Dann hatten wir die Ableitung von x, das wäre der Kosinus und das ist einfach der Limes natürlich h gegen 0 dieses Differenzenquotienten. Okay, jetzt schauen wir uns mal ein festes h an und dann sagt uns das Lagrange Restglied, wir können das f von x plus h in eine Taylor-Reihe entwickeln bis zum zweiten Glied, bis zum dritten Glied in dem Fall und ne, gar nicht wahr, bis zum zweiten Glied und dann bekommen wir hier vorne eine Restgliedabschätzung, das ist gerade das Lagrange Restglied. Also, wir fangen an zu entwickeln, f von x plus h ist f von x plus h mal f' von x, da hören wir auf. Und sagen, der Rest ist hier vorne ein h² halbe mal f2' von xi. Und das xi hat einen maximalen Abstand von x von h. Okay, das heißt also, wie ist der Fehler, der einfach dadurch entsteht, dass ich das falsche h nehme, nämlich nicht h gegen 0 gehen lasse, sondern endliches h nehme? Naja, das ist erstmal die Näherung, die ich habe, also das fh von x, dieser Differenzenquotient zu einem h, minus f' von x, das würde ich eigentlich raushaben. Geteilt durch f' von x. Wir haben nämlich relativen Fehler. Das ist also h halbe aus diesem h hier vorne. Ja, also Entschuldigung, ich muss mal richtig. Ich setze jetzt erstmal diese Darstellung von dem f von x plus h, die ich hier vorne habe, setze ich jetzt erstmal hier oben in dem großen f, also in den Differenzenquotienten ein. Was passiert? Naja, erstmal das f von x hier vorne geht weg. Hier steht f von x minus f von x. Das gibt gerade 0, das heißt, dieser Teil geht raus und überbleibt nur dieses h mal f' von x plus h² halbe f2' von x. Das wird durch h geteilt, das heißt also, dieses fh von x ist dann sowas wie f' von x plus h halbe mal f2' von x. Okay, das setze ich jetzt hier ein. Und dann habe ich hier vorne einmal das f' von x, minus f' von x, wunderbar, das geht weg. Das Einzige, was dann überbleibt von diesem fh von x, ist das h halbe mal f2' von x. Das heißt also, oben steht hier vorne ein h mal f, h halbe mal f2' von x und unten steht natürlich immer noch das f' von x. Das heißt, das, was hier vorne links steht, ist h halbe mal f2' von xi, Entschuldigung, f2' von xi, geteilt durch f' von x. Okay, gut. Also das ist einfach nur, nachdem wir das hier da eingesetzt haben und diese Darstellung von fh hier unten eingesetzt haben, kommt das hier vorne sofort raus. Okay, gut. Jetzt betrachten wir, wie wir es in der Vorlesung auch gemacht haben, immer sehr kleine Werte von h. Xi und x liegen sehr nah beieinander. Das heißt also, wenn wir hier das Xi durch ein x approximieren, dann machen wir keinen besonders großen Fehler. Das heißt, wir können tatsächlich den relativen Fehler, der dadurch entsteht, dass wir das falsche h einsetzen, approximieren durch h halbe mal f2' von x durch f' von x. Na, jetzt setzen wir hier noch Sinus x ein. Dann steht hier minus Sinus x durch Sinus x. Geht weg. Das heißt also, das Ganze ist ungefähr in der Größenordnung von h halbe. Das heißt, wir können sagen, der Fehler, den wir machen, wenn wir das falsche h einsetzen, liegt in der Größenordnung von h halbe. Okay. Gut, das war der eine Fehler, da haben wir gesehen, der ist wichtig für große h, aber für kleine h hatten wir noch einen zweiten Fehler, nämlich dann wurde offensichtlich falsch gerechnet. Wie kann das sein, dass ein Rechner falsch rechnet? Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich es gibt Auslöschung. Und da gucken wir uns das hier mal an. Wo könnte hier Auslöschung entstehen? Naja, an zwei Punkten. Also Auslöschung bedeutet Addition von oder Subtraktion von zwei gleich großen Zahlen oder Addition von zwei betragsmäßig gleich großen Zahlen mit unterschiedlichem Vorzeichen. Was ist das hier vorne? Hier steht ein x plus h, da steht ein Plus, da müssen wir theoretisch aufpassen. Aber das x liegt, x ist 1, das h ist sehr klein. Das heißt, die beiden liegen nicht in derselben Größenordnung betragsmäßig und damit ist diese Addition hier vorne völlig unproblematisch. Hier haben wir eine Subtraktion, die ist gefährlich, wenn die beiden Summanden oder die wir hier stehen haben, wenn die in derselben Größenordnung sind, also f von x plus h und f von x. Und das ist natürlich der Fall. Ja? Also wenn h sehr klein ist, dann ist f von x plus h und f von x, die liegen sehr, sehr nah beieinander. Das heißt also, hier oben wird sicherlich Auslöschung entstehen, wenn das h sehr klein ist.
Okay, wir haben in der Vorlesung gesehen, wie man für die Addition die Fehlerverstärkung ausrechnet. Die beiden Zahlen, die wir hier addieren, sind f von x und f von x plus h. Und die Fehlerverstärkung ist der Summand geteilt durch das Ergebnis, also f von x durch f von x plus h minus f von x. Naja, wir approximieren hier unten wieder, schneiden die Taylor-Reihe nach dem ersten Mitglied ab oder wenden den Mittelwertsatz an, wie Sie wollen. Das ist also ungefähr in der Größenordnung von f von x durch h mal f' von xi quer mit einem xi quer zwischen x und x plus h. Und wie gerade auch, wir sagen, das h ist sehr klein. Das heißt also, wenn wir das xi quer hier vorne approximieren durch ein x, machen wir keinen besonders großen Fehler. Und das heißt also, die Fehlerverstärkung liegt in der Größenordnung von f von x durch h mal f' von x. Okay, mit welchem Fehler müssen wir also rechnen? Naja, also wir haben den Eingangsfehler Apps. Diesen Fehler machen wir immer. Den relativen Fehler machen wir immer, wenn wir auf dem Rechner sind. Das ist das Mindeste, selbst wenn wir exakte Zahlen einsetzen. Die haben auf dem Rechner dann anschließend immer einen Fehler in der Größenordnung von Apps, einen relativen. Das Ganze wird verstärkt mit dem Faktor f von x durch h mal f' von x. Das heißt also, unser Fehler liegt anschließend in der Größenordnung Eps mal c durch h. Und das c ist einfach, ja, jetzt eingesetzt, Sinus von 1 durch Cosinus von 1. Das ist doch 0,7 oder sowas. Okay, gut. Das heißt also, wir wissen, der Fehler hier liegt in der Größenordnung von Eps mal c durch h. Und wir sehen auch, dass genau das passiert, was wir erwartet haben. Je kleiner das h hier vorne wird, umso größer wird dieser Fehler, der durch den Rechenfehler entsteht. Ja, und das ist ganz natürlich. Das heißt, wir haben jetzt das Problem. Hier ist einmal der erste Fehler, der ist groß, wenn das h groß ist. Und dieser Fehler hier ist groß, wenn das h klein ist. Wir suchen ein möglichst optimales h. Und das Einfachste, was einem einfällt, ist, naja, wenn ich das h zu klein wähle, wird das hier unten zu groß. Wenn ich das h zu groß wähle, wird das hier oben zu groß. Dann versuche ich doch einfach mal, die beiden in der gleichen Größenordnung zu wählen und also gleich zu wählen. Ja, das h so zu wählen, dass beide Fehler gleich sind. Und dann wird es vermutlich halbwegs vernünftig sein. Dann werde ich vielleicht nicht genau das Minimum treffen, aber das wird gar nicht schlecht sein. Okay, was bedeutet das? Das müsste sein, Eps mal c durch h, also dieser Fehler hier, gleich h halbe. Das war der Fehler, der hier oben entstanden war. Das heißt also, für ein optimales h sollte so ungefähr gelten, h Quadrat ist 2 mal c mal Eps, oder mit anderen Worten, h liegt in der Größenordnung von Wurzel 2 mal c mal Eps. Hier schlage ich jetzt leider einen Fehler zu, den ich im Skript gemacht habe. Aus irgendeinem Grund habe ich zwar in der Einleitung im Video mal ausgerechnet, dass Eps ist 10 hoch minus 16, im Skript stand aber kurzfristig mal 10 hoch minus 23. Korrekt ist tatsächlich das 10 hoch minus 16. Die Wurzel daraus 10 hoch minus 8. Das heißt also, dass diese überschlägige Rechnung, die wir hier gemacht haben, die sagt uns, das optimale h ist tatsächlich in der Größenordnung 10 hoch minus 8. Und das ist tatsächlich auch genau das, was wir rausbekommen haben.